Also singen wir schon MC Mickey Mouse und ja, dann singen wir seinen wilden Cousin. Was ist das? Auf deinem Discord-Profilbild hast du eine Maus. Also laut der ZR geht sich gut für dich aus. Obwohl das so endgültig fliegt, war ja gar nicht so geplant. Denn deine Hoffnung basiert nur auf einem Lucky-Loser-Platz. Das Gehampel in deinem Video bezeugt geistige Verwirrung. Du machst Selbstinszenierung, nur ohne Inszenierung. Es ist für uns nicht meine Ehre, dieses Meme zu battlen. Wir haben bei dir ist uns das Risiko, geleakt zu werden. Wir werden Leute, dass du bist ein zu cooler True-Schooler Joe. Es ist nur Pixie, der Lappen verbringt seine Freizeit damit, über Discord-Chat zu lachen. Ey Pixie, was würdest du denn mit dem Preisgeld machen? Davon kauf ich mir ein paar neue Dangerous-Kappen. Zeig deinen Eltern deine Runden und dann kannst du packen. Hast Angst, dass du baden gehst und in das Wasser reinfließt? Was ist eine Performance oder übst du gerade Freistil? Der arme Pixie lebt schon lang in seiner Welt, wo der wacky Freak adressen liegt, wie's ihm gefällt. Ich hoffe, der TNM-Discord hat übel gesessen. Es seitdem du dort gebannt bist, hat dich jeder vergessen. Jetzt ist der Tod wohl doch lebendig. Dafür mach ich dir die Hölle als du Hurensohn. Du bist jetzt mit 30 Zeit für ne Familie oder so. Doch du gibst dich unzufrieden mit paar Hip-Hop-Videos. Du hast noch nie mit nem Menschen geredet. Internet-Rap, dein erster Kontakt mit weltlichem Leben. Mein Freundeskreis, der findet Confex geil und Pixie-Runden schlecht. Dein Freundeskreis ist halb so alt wie du. Es gibt ihn nur im Netz. Du aus dem Finanzamt sind das Einzige, was dich besucht. Ich lies dir die Leviten, nenn es Pixie-Buch. Der arme Pixie lebt schon lang in seiner Welt, wo der wacky Freak Adressen liegt, wie's ihm gefällt. Ich hoffe, der TNM-Discord hat übel gesessen. Es seitdem du dort gebannt bist, hat dich jeder vergessen. Jetzt ist der Tod wohl doch lebendig. Dafür mach ich dir die Hölle als du Hurensohn. Existenz, das bist nicht du in den Griff, du hast nur Beatdecks hergestellt. Musste erstmal überlegen, wie krank ist es, wenn ein 30-Jähriger mit Hausmann ein Upgrade ist. Und das ist deine Rede, die Gang kriegt, bin etwas verwirrt. Denn du bringst es nicht mit einer Bubble, die dich nicht akzeptiert. Ich meine, überleg doch mal, warum man mit dir größtenteils alleine chillt. Du bist der Freund, der einem vor den anderen Freunden peinlich ist.